Hallöchen! Weiter geht es mit Monster Hunter. So, wir sind in den Wächter. Wald des Wächters Ratter. Aber erstmal. Leiten wir uns die. Wollt die mal Glubschi reiten? Das soll. Ist hier eingestellt. Ich habe ihn Glubschi genannt. So, ich glaube, wir haben erstmal alles. Wir können ja so. Ah ja, Aufträge gucken. Sehr wichtig mitnehmen. Neben, was haben wir denn? Akzeptiert. Oh, da unten ist irgendwas. Pukai Pukai. Pukai Pukai hatten wir doch gejagt. Auf unterstützt auf der Insel Yakol eine Reihe tobende Pukai Pukai. Hat einige Dörfer vergiftet. Ob Jäger oder Rider, wir brauchen jemanden mutigen, der uns hilft. Und nehmen wir einfach. Schwer, okay. Blau mit Drohung hat sie den Punna. Kasavane angesiedelt. Ein vertrauter Sparringpartner und der Rider ging tagsüber zu ihnen baut für eine Herausforderung. Gute Frage, wer das ist, aber wir gucken. Bauer. Bauer? Rider einmal eins Bauer. Es gibt etwas Gruse in den Monsterbau zu gehen. Was? Aber du bist ganz schön mutig für einen Frischling. Vielleicht findest du in fünf Monsterbau gehen leicht. Findest du in fünf Monsterbauen leicht. Hm. Okay. Jeder läuft ziemlich beeindruckt von deinen Riders Fähigkeiten. Wie wär's, wenn du 30 kleine Monster erlegst? Nehmen wir einfach mit. Schmiedeausrüstung. Wenn du denkst, dass Monster sich als Stärke erweisen, könnte es Zeit für eine neue Montur sein. Sammel die nötigen Materialien und versuch sofort etwas zu schmieden. Gewöhn dich dran, Monster zu bekämpfen. Ganz schön aufgeregt. Wenn du auf schwierige Herausforderungen stößt, bring dein Blut in Wallung und gewinne 30 Konfrontationen. Ja, wir nehmen alles mit, was klappt, klappt, was nicht, das nicht, ne? Also da macht man sich jetzt hier keinen Stress. So, wir müssen in den... Ja, wir machen erstmal Nachmittag. Sollten wir vielleicht mal nachts auch vielleicht mal dahin, aber mal schauen. Nachts mal wandern gehen. So, oh, wir versuchen mal einen Puck... Was war das denn jetzt? Um zur Bau des Wächter Ratter zu gelangen, müssen wir den nördlichen Pfad folgen und durch den Wald auf den Berg. Normalerweise ist der Zutritt verboten, aber da wir die Erlaubnis des Oberhaupt Gara haben, dürfen wir hinein. Wir reiten jetzt ein neues Tierchen. Hihi. Haben wir uns letztes Mal geholt. War in unser Eichen. Mal gucken. Wir haben jetzt schon so viele. Ist auch schon cool, dass man so viele haben darf. Schön was sammeln. Ich darf aber noch nicht durchs Wasser. Wir brauchen schon ein Vieh. Ein Monsterchen, was schwimmen kann. Ja. Ich frage mich nur, wie ich ein Monsterchen holen soll, das schwimmen kann. Wo ich dahin muss dann. Frage. Kleiner Monsterknopf. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas mal angreifen soll. Schon riesig. So, schauen wir mal, was ist hier so. Ich soll ja ein paar kleine Monsterchen angreifen. Kann ich mal hier anfangen. Überfall. Wo ist mein Zettelchen? Das war, glaube ich, das Geschwindigkeitstierchen. Da müssen wir Technik ein. Hat der gerade geschleckigt? Hat der Poker gerade schleckig gemacht? Nur Schuppen. Schuppi, Schuppi, Schuppis. Weiter jetzt. Ich bin so gespannt, was das für ein Wald ist, ey. Ratterwald. Dann kriegen wir vielleicht ein Ratterlosei. Ich hoffe nicht, dass wir so schnell ein Ratterlosei kriegen können, oder? Das ist der versiegelte Bau. War noch gar nicht so hoch, ne? Also doch, wir waren rechts hier mal.
doch, aber jetzt hier weiter wollen wir noch nicht, ne? Was haben wir denn Schönes hier? Immer wieder was. Steinchen. Das ist immer leider immer so dieses Graue. Die Goldenen, die sind selten. Die Goldenen Baus. Erstmal interessiert mich das, deswegen gehe ich da jetzt rein. Ich bin gespannt, was auf uns, uns erwartet. Fechter Ratterwald, okay. Hier sind auch viele kleine Tierchen, das ist gut für unsere Quest. Perfekt. So, geh durch den Wald, bis ihn zum Bau des Wächterratter gelang. Aber Vorsicht, der Pfad wird nicht oft benutzt. Okay. Hauptsache, wir werden gleich nicht von einem Ratter los angesprungen hier, ey. Aber was war dieses eine Mädchen am Anfang? Sie hatte ein Ratterlos-Ei. Verdammt, ey. Sie uns übergeben können. Hi Rex! Schön, dass du reinschaust. Alles gut? Oh Gott, ich muss mal hier die Treppe hoch. Geh doch mal die Treppe hoch. So. Babam. Bin mal gespannt, was uns echt hier erwartet. Eine Schatzkiste links von uns. Okay, aber die ist da oben. Oder was? Sieht so aus, ne? Kein Giftkraut. Oh nein, dieses Tierchen. Den haben wir schon so oft bekämpft. Sehr schön, das freut mich. Ja, alles gut. Soweit. So. Was hat der denn nochmal? Hat der Kraft gehabt? Ich vergesse das immer, was der hat. Ich tue erstmal Geschwindigkeit einsetzen. So, ich sollte nicht die kleinen Viecher sein. Okay, sollte mich auf den mittleren konzentrieren. Auf Glas. Unser Dienstag soll mal, unser Glubschi soll mal angreifen. Technik. Also muss ich Kraft einsetzen. Okay, die Moskitos sind schon mal tot. Ich muss Kraft einsetzen als Technik. Dein Liebling, ja, da hast du recht. Alter. Den haben wir, glaube ich, am meisten schon bekämpft. Ey, Glubschi, greif mal an, ey. Ich will mal wissen, ob Puki Puki hier was. Reich. Oh, Glubschi. Schau mal hier. Oh, was, ey. Ich bin doch auch klar, Glubschi mit dem Platten. Schon. Spin. Kuluyaku, ey. Den hatten wir auch so oft bei normalen Monstern. Oh, fängt hier mit seinen Stein an. Sein Lieblingsschein, ich muss jetzt auf Hammer gehen. Das hilft uns jetzt nicht Schwert. In den Stein weghauen. So, einmal müssen wir erstmal die Waffe wechseln. Das ist sehr wichtig. Reiten. Das habe ich noch nicht mit Glubschi gemacht. Oh, neues kleines Video. Das ist immer so geil. Wow! Was denn da Glubschi? Es regnet Gift? Das ist schon schade. Sah so ein bisschen komisch aus, aber coole Attacke. Bis wir ihn was wegschlagen. Hier ist Glubschi, hier. Kaluja schon tot, leider. Ich hätte ihn gerne eigentlich was weggehauen, ey.
wie es lange dauert. Aber er stirbt, glaube ich, bevor, oder? Nee, Teil abgebrochen. Noch ganz knapp und stirbt noch dabei. Das war doch mal nicht schlecht. So, wir waren gespannt, was so ein Ran. Nee, ach du Scheiße. Warum so schlimm? Was ist passiert? So schlecht waren wir doch jetzt auch nicht. Okay. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Wie kommen wir jetzt zum Kiste? Müssen wir erstmal hier hoch. Vielleicht können wir ja darüber springen oder so. Okay, hier geht's nicht weiter. Da sind Springdinger. Ja, müssen wir erstmal hier hoch und dann Monsti wechseln, dass wir da rüberkommen zur Kiste. Oder er kann auch springen. Weiß nicht, was Pukai Pukai kann hier. Kannst du springen, Pukai? B, ja, haben wir kein Monster, das uns hier ausfallen könnte. Doch. Haben wir das. Das ist ja das Gute, dass man ja auf die wechseln kann, die man besitzt, ey. Was war das denn jetzt? Mann, du sollst, wenn ich B drücke, auch rüberspringen und nicht das, was machen, was du willst, ey. Mann, Mann, hier, ey. Die Sorgen muss man erst machen. So, nächster Versuch. Müssen wir warten, bis auch da ein B steht und nicht darunter fällt. So, das sieht ja schon mal besser aus. Holen wir uns erstmal die Kiste hier ab. Zwei gebrachene Steaks. So, jetzt wollte ich aber gerne wieder. Nein. Glubschi wieder haben. Ich kann gerne mal alle mal ausprobieren, die wir besitzen. Deswegen ist er der nächste. Kann er denn hier hoch? Kann er auch nicht, ne, oder? Nee. Verdammt. Ich glaube, nur für Gift dann da. Oh, die sind immer so aggressiv, ey. Diese kleinen Stechmücken, ne, die nerven mich. Aber naja, wir sollen ja ein paar. Ich weiß gar nicht, was sind die überhaupt? Mit Schwert sollte man gar nicht dagegen. Und diese Technik, okay, da müssen wir mit Kraft. Autsch. Ey, so kleine Viecher, ne? So stark. Echt damit klarkommen. Die sind ein Hammer. Das war jetzt richtig. Ich hau dir erstmal eine rüber. Wenn wir nicht verlieren würden. Ey, wie kann wir denn verlieren gegen dieses Kind? Jetzt hau ich meine rüber, ey. Scheiße, die übler eher als große Monster. Also Insektenhülse. Okay, Panzer, Hülse, Panzer. Hülse, Panzer und Monsterfluid. Ein Flüssigkeit, die von Kämen aus Monster gesaugt wird. Mit Verdauungssaft wird es zu Kleber. Okay. So, nächstes. Ich bin gespannt, was uns hier wartet. Aber so schnell glaube ich nicht, dass wir einen Katalos-Ei kriegen würden. Also zurück sollten wir nicht gehen. Auch wenn wir eigentlich in diesem Wald sind. Wäre geil, Dings da, ja. So ein, wie hieß der? Der Nährgigante wäre geil. Ja. Da will ich gar nicht wissen, wie stark wir sein müssen dafür. Was ist denn hier für ein kleiner Weg hier rein? Ist hier was? Ne. Andere Seite schauen. Ein Pilz. Auf jeden Fall so ein Knochen. Kleiner. Okay, wir sind immer noch bei klein. Jetzt gehen wir noch kurz darüber. Schauen, was hier so abgeht. Ob vielleicht auch hier Eier sind. Greifen wir die erstmal hier an. Jetzt mal überall schauen, was hier so Schönes gibt. Oh.
unbedingt bald mal neue Rüstung und neue Waffen machen. Das ist schon geil. Oder kaufen, ich weiß nicht. Sollen wir mal gucken. Ich muss Technik einsetzen. Aber auch wenn die angreifen, ne, kriegen die das ab. Der glubschige Götter ist sicher auch ein bisschen mal anstrengend. So ein riesiges Monster. Ach, schön, dass wir so eine Heilerin dabei haben. Ne? Jetzt macht er einfach mal einen Greifangriff. Ah, da hat er doch was anderes gemacht. Ah, egal. Wir stehen tot, wenn er uns angreift. Sonst uns was verletzt. Schuppi, Schuppi. Leder, Leder, Leder. Knochen. Okay. Also großen habe ich, glaube ich, noch wenig gefunden, ne? Ob mittlere war jetzt. Dass wir am größten gefunden hätten, hatten. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier Schönes? Springen, okay. Also wir kommen aus Zug über, glaube ich. Was ist das denn hier für eine kleine versteckte Ecke? Ist da irgendwas? Nö. Okay. Dann nicht. Ja, wir kommen gleich sowieso zurück. Um Gottes Willen, was ist denn hier für ein Fest? Ein Durcheinander. Was ist denn eine Palme? Die kann ich nicht sammeln. Eine Fliege. Auch ein Knochen. Mittlerer wilder Knochen. Was ist auf der anderen Seite? Nix. Oh, da ist gar nichts auf der. So, weiter geht's nach oben. Oh. Lass mit! Haben wir hier Schönes? Ach, die haben wir auch bekämpft. Die haben wir auch als Ei gehabt. Auch ganz cool, war letztes Mal wo wir. Was war sie denn? Hätte ich mir auf Kraft. Erstmal mit Geschwindigkeit angreifen. Ich habe keinen Speer. Die Kleinen muss man mit Hammer angreifen. Also. Die Kleinen können eigentlich die anderen. Feuerball, das ist eine Technik. Da müsste ich mit Kraft vielleicht anbringen. Aber dieser Speer, ey, was ist das denn für eine Waffe? Das freut mich. Ist das dein Bogen? Die Farbe. Autsch. Fast down, ey. Autsch. Pokémon, mach was. Ich weiß nicht, ob die mich heilt, aber wenn nicht, dann bin ich tot. Ich will den nicht erstmal heilen. Na gut, da weiß man nie, ob sie mich heilt oder nicht. Das war mir zu riskant, ey. Ich kann jetzt zu sterben. Toxikschuss. Vergifte ihn auch dann, ey. Hast du vergiftet? Ich muss mal echt den verkaufen, weil ich voll im Bogen war. Ich bin mir vorstellen, dass der im Bogen ist, oder? Hm. Oh, wir brechen ihn gleich was. Was ist irgendwas? Was ist irgendwas denn? Der glänzt. Ich weiß es, ne? Der glänzt, ne? Da hast du recht. Hat er vielleicht was Besonderes? Vielleicht ist er was Besonderes.
habe ich auch gerade gesehen, seit du das jetzt erwähnt hast. Das liegt ja sowieso auf dem Boden. Vielleicht hat er was Besonderes. Weil manche haben ja andere Fähigkeiten, ne? Wenn du die Eier schlüpfen lässt, sind dir manche was anderes. Boah, tut doch wieder gut zu ziehen, aber auch wieder gut so. Ja gut, jetzt ist er sowieso da. Ich bin mal gespannt, vielleicht hat er irgendwas Cooles bei sich. Koschus-Panzer. Koschus. Gute Koschuppen. So, weiter geht's. Na, wie komme ich denn da hin? Von oben vielleicht? Der halbe Weg ist schon geschafft. Seht ihr den Berg da? Vorne, da ist der Weg zum Bau des Wächters. Verdammt, dann haben wir den Wald. Hat ganz schön was. Oder Kumpeline. Oder haben wir den falschen Weg genommen? Da war ja noch so ein anderer Weg versteckt. Ich will ja noch nicht da, na. Müssen wir erstmal zurückgeben. Weil da war noch ein Weg versteckt. Und wenn das jetzt der Weg ist, schon zum Wächterbau. Das ist ja blöd. Weil wir wollen ja schon alles sehen. Müssen wir mal ganz kurz zurück. Und den einen Weg mal so gehen. Weil ich dachte eigentlich, das ist so neben Weg, neben Straße. Aber es sieht nicht so aus. Ich wollte ja gerne alles eigentlich hier sehen. Also immer versuchen eigentlich alles zu sehen. Jetzt mal ganz kurz darüber und dann wieder hier rein. Kann der Bucker eigentlich schneller laufen? Hast du den verletzt? Ein bisschen, ne? So. Jetzt ist schon erledigt. Da, ich dachte eigentlich, dass hier der Weg wird zum Bau, aber sah nicht so aus. Oh nein. Oh Gott, unser bester Freund ist wieder da. Ey, was ist mit ihm? Wir müssen ja gleich bestimmt bekämpfen, wenn wir wiederkommen. Oh, aber wir müssen kämpfen, wir müssen kämpfen. Wir brauchen die Punkte. Sehr wichtig. Unser bester Freund, ey. Unser bester Freund, muss ich schon sagen. Zwei Brandsalben. Muss den angreifen, ey. Ist wichtig für uns. Ah, oh, Mann, ey. Katastrophe. Die fange ich gar nicht an zu anzugreifen, die Moskitos, ey. Das ist sowieso nichts, vier anzugreifen, sondern die kleinen hier. Unsere Monsters geben, ey. Oh, Pukai, ey. Glutschi, mach doch mal was, ey. Technikangriff, ja, da haben wir bei Kraft ja perfekt eingesetzt. Todesschlag, ja, 100 kleinen Viecher runter, sehr schön. Komm schon, Pukai. Ja, wirklich. Sein Steinchen wieder rauswühlen, das ist nicht so fest. Wenn er Steinchen holen muss, ich schnell den Hammer raushauen. Ja, wir dann schaffen, ob sie überhaupt ihn wegzuhauen, weil er jetzt schon fast tot ist. Schwanzpuffer. Boah, der hat das. Okay, kann sein, dass er auch gleich schon kippt. Oh, dann immer viel. Ja.
Oh, was ist das denn, Stein angefallen? Okay. Also gegen ihn kommen wir langsam klar. Hm, Panzer, Panzer, Schnabel. Schnabel, das nehmen wir doch nicht an. Lederhaut. So, jetzt können wir in Richtung Bau gehen. Jetzt habe ich kein Problem. Jetzt wusste ich, dass hier nicht so viel ist. Oh, schaut. Perfekt. Ja, jetzt können wir in Richtung Bau gehen. Ja, zurück. Ich dachte eigentlich erstmal, das ist der Weg, aber naja, egal. Oh, da fliegt irgendwas. Tischlerkäfer. Ah, als höher. So, jetzt geht's Richtung Bau. Ich bin mal gespannt, finden wir da ein Ei? Aber ich glaube nicht, dass es so einfach wäre, einen Rattalus dran zu kommen. Bin schon gespannt, was das für ein Bau sein soll. Oder hat ja. Lassen wir uns überraschen. Bin sehr gespannt. Was uns erwartet da. Wäre schön, wenn wir ein Ei mitnehmen könnten. Hm. Was hier? Ist auch noch ein Weg. Ich weiß gar nicht, wohin, ey. So viele Wege. Jetzt wieder runter. Was ist hier? Da geht's auch lang. Hier geht's lang. Da geht's lang. Da ist eine Kiste, ne? Uns erstmal die Kiste da oben. Dann werden wir wieder einen schönen Kampf haben. Die ist auch schon oft. Die war auch schon oft. So, holen wir uns erstmal oben hier die Kiste. Und dann kommt der nächste Kampf. Und ich glaube, dann sind wir im Bau. Ich weiß es nicht genau. Das soll ja angeblich, glaube ich, verlassen sein, ne? Warte, das so. Was haben wir das hier? Nee, okay, danke. Kommen wir an die Kiste? Ja, perfekt. Im Wasser glänzt auch nichts für uns. Glücksamulett. Sollten. Was war da mit Glücksamulette? Ist hier irgendwas? Auch nicht. Ist da irgendwas? Auch nicht, ne? Okay. Nächster Kampf. Und dann bin ich gespannt, was uns erwartet. Frage. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Achso, und den Hammer bräuchten wir. Beides nicht. Aber egal. Schwert liegt jetzt. Kann ich mal gucken. Was irgendwas noch? Nur Kohlen anwaffen. Mir fehlt noch eine. Okay, wenn du schon schlechter machen möchtest, dann kann ich das nicht besser haben. Wo haben wir jetzt eigentlich, um was wegzuhauen eigentlich? Ihn unbedingt was weghauen. Sehr wichtig. Oh, da passt was gut der. Ja, ist gebrochen. Sehr schön. Vergiftet ist er auch noch. Okay.
Haut drauf! Schlagen. Ja, gut, weiter. Boah, das war aber ein guter Abzug, ey. Viele Optionen. Toxischus. Ja, der ist echt down. Perfekt. Aber er steht nochmal auf. Okay. Schau, okay. Ah, ganz knapp. Er wird doch nicht sauer. Er wird sauer und kippt um. Oh, nicht geil. So, den haben wir doch gut weggekriegt. An Ara. Oh, das ist gut. Panzerschuppe. Panzer und Flammenbeutel. Inneres Organ eines gewissen Monsters mit Brennbaden Pulver gefällt. Ja, das spuckt ja Feuer. Bälle immer. So, weiter geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind wir da? Passt. Ah, hier teilen sich wieder Wege. Ah. Die Wegteilung immer. Jetzt werden wir erstmal hier lang, glaube ich, gehen. Oder? Irgendwas Schönes hier. Die greifen sofort an, ey. Nicht mal angekommen. Scheinen wir immer sehr. Frage. Geschwindigkeit sind das, weil ich die Technik angreifen muss. Ah, passt auch. Technik macht eigentlich Geschwindigkeit knapp. Wir halten aber schon gut aus, ey, die Kleinen. Das muss ich schon sagen, ja. Klaue, Schuppel, Haut, Kopf, Klaue, Reißzahn. Okay. Hoffentlich können wir etwas zusammenbauen. Ich bin gleich gespannt, wenn wir zurück sind. So, weiter geht's. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist schon echt riesig hier, ne? Aber das ist ja gerade gut. Dass es mit viel zu erkunden gibt hier. Da ist nix. Hier ist auch nix, okay. Wildschweinchen. Schweinchenarmee, ey. Können wir nicht hin? Doch, hier runter. Ja. Das hätten wir uns gar nicht gesehen. Alter Schwede, beruhigt die Schweinchen. Hat's aber eilig, uns zu vernichten. Gute Frage, was sie haben. Haben die Kraft? Wenn sie Kraft hätten, dann wäre Geschwindigkeit gut. Das weiß ich gar nicht mehr. Schweinchen hat ja schon lange immer. Ja, schauen wir mal. Kraft dann gut. Geschwindigkeit gut. So, ein Schweinchen ist schon mal down. Zweites Schweinchen dauern. Jetzt fehlt nur noch der linke. Na komm, Pokémon, machst du den Platz hier? Sehr schön. Ich habe wahrscheinlich Fähigkeiten.
Fleisch. Knochen, 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 Fleisch. Und was zum Braten. So, weiter geht's. Da hinten ist eine Kiste für uns. Jetzt mal schauen wir uns überall mal hier um. Ist das so ein Zeichen da auf der Kiste, auf der Karte? Ein Pfötchen. Willkommen in unserem Bau. Okay, Katzi. Eine Katzi redet da oder wer redet da? Oh, Riesenschweinchen. Riesenschweinchen, Riesenschweinchen. Mal kurz in der Ecke gucken, ist nix. Ach, da ist Katzi. Bist du denn? Man kann ich gar nicht ansprechen. Weil ich reite vielleicht? Na. Doch nicht. Riesenschweinchen ist Jona. Vielleicht Riesenschweinchen, wenn wir wieder da sind. Mal gucken, was es hier Schönes gibt. Pilze. Steine. Wächter Ratterbau. Das bedeutet, das andere war wieder falsch. Oh Mann. Haben wir das eine. Ist der eine Weg wieder was anderes? Oh, ich will doch alle Wege sehen. Das bedeutet, hier gehen wir schon in den Bau des Wächters rein. Aber wir haben doch noch da noch einen Weg, ey. Ach, kurz zurück. Da müssen wir den nochmal machen. Das ist ja ein bisschen verflixt hier. Man weiß ja nie, wo man erst richtig. Erstmal hier Schweinchen angreifen. Riesenschweinchen, ey. Das ist kein Baby, kein kleines Schweinchen. Schon super. Bulldrom. Ach du Scheiße, noch Fragezeichen. Ja, nicht da. Da wird's was geholt hier. Das ist ein Fragezeichen. Wir haben ihn doch schon mal bekämpft. Da müssen wir doch wissen, wer das ist. Wir haben schon mal Bulldrom. Zwei kleine Schweinchen sind schon mal weg. Jetzt kommen noch große Schweinchen, wo wir nicht wissen, was für eine Kraft er hat. Und der sich gerade sehr aufregt. Komm, Pokai. Gehen. Ich spuck ihn mal an oder so. Da vergiftet ist er ja schon. Na, gute Frage, wie stark der ist. Okay. Hübsch. Doch nicht so schlimm, wie wir dachten. Fleisch. Bulldog im Hauer, okay. Gut, dann schauen wir uns erstmal hier alles wieder um. Hier klettern können wir ja leider noch nicht. Wir haben leider noch keinen Monster, der das kann. Jetzt müssen wir aber erstmal hier nochmal zurück und gucken, was uns da hinten erwartet, ne? Weil wenn hier der Ratterbau ist, dann muss der andere Weg was anderes sein. Lass uns erstmal kurz gucken gehen. Ich hatte ja immer noch auf dem Ei.
möchte gerne ein Ei haben. Haben heute noch gar keinen gehabt. Schauen wir erstmal, vielleicht ist das auch. Okay, wo führt der denn hin? Bin mal gespannt. Oh! Pukai gegen Pukai. Guck mal uns an. Mein neues Ding. Pukai gegen Pukai. Pukai. Jo, Schwanz oder Dings? Da muss das Schwänzchen erstmal bauen eigentlich. Jetzt haben wir mit dem. Das Schwänzchen haben wir fast ab. Jetzt hat er mich auf das Schwänzchen konzentrieren. Erstmal das Technik ist, ja. Und so mit Kraft dran. Sieg für mein Pokémon. Oh, Schwänze ist gebrochen. Sehr schön. Oh, nur noch Körper. Okay, gut. Körper ist etwas schwieriger. So, ne? Also Schwänzchen sind schneller. Zieht man an. Aber vielleicht schaffen wir das ja noch, bevor er stirbt. Ein bisschen, ein bisschen. Ich glaube, das könnten wir echt schaffen. Mahlzeit. Ich dachte, kann das auch mit diesem. Kommt er denn dann aus sich raus? Komm schon, mein kleiner Pucker ist stärker. Ich frag mich gerade, was er auf sich gleich rausspuckt. Ich hab das helfen müssen. War leider auch ein Kiel-Gift, Sjana. Mascha. Kopf können wir auch weghauen? Oder was ist das jetzt? Ja, ein paar Sachen. Aber er stirbt davor, bevor wir das schaffen. Schade. Schaffen wir, glaube ich, das gar nicht wegzauen. Ich kann auch so den Kopf immer mal angreifen. So. Grüne Schuppen sieht so aus. Okay. Alle sind vergiftet. Bisher ist er auf meinen Glubschi vergiftet. Muss ich echt gucken. Glubschi ist vergiftet. Wollen wir mal nett sein und die auch entgiften. Ah, ich will zum Kraut. Tja, wir müssen, glaube ich, gar nicht rüberspringen. Wir können rüber wandern. Klein leider. Oh, eine Kiste am Ende. Wow, das hat sich gelohnt hier zu sehen. 1000, sehr schön.
So, jetzt können wir weiter zum... zum Bau von... So, weiter geht's. Warte mal, war das Levi? Ich weiß gar nicht mehr. Laufe ich richtig? Nein, ich laufe nicht richtig. Nämlich hier hoch dann. Oh Gott, ich bin verwirrt. Wir müssen doch hier links. Wir müssen doch hier links. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ja, jetzt haben wir es gefunden. Schon eine Kette ist aber. Schau mal, über Schweinchen. Ich glaube. Ja, doch, da war doch. Oh, muss man hier runter. Und wieder stecken im Team. Jetzt aber. Jetzt sehen wir richtig, ja. Sieht gut aus. Lass mal schauen, wohin des Weges. Wenn dann schon Punkte sind, weiß ich gar nicht mehr was, aber da hinten sind keine Punkte mehr, also sind wir richtig. Weiter geht's. Du bist ganz nah dran. Der Bau des Veteraner ist geradeaus, geht einfach weiter. Meine Schnurren kribbeln. Irgendwas sagt mir, wir müssen uns eventuell hier rauskämpfen. Bereit, Kumpeline? Ach, du heilige Babuzka. Sag doch sowas, nee. Wer weiß, was uns jetzt hier angreift, ey. Oh. Ui, ui. Nochmal ein Pokal. Okay. Aber wenn die Schnurren kribbeln, das... ja, was soll ich dazu sagen? Die läuft von der Körper. Das ist weggekommen. Sehr gut, er ist schon mal gebrochen mit dem Körper dran. Da schaffen wir es jetzt, den Körper zu brechen. Wow, cool. Ja, Mann. Körper sind wir echt zum Schluss so schwer für uns. Zur Hälfte haben wir den Ausgang, sein. Oh nein, 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 nein,
wieder, okay. Na guck mal, wenn er was im Mund hat, dann kann man den Kopf angreifen. Dann würde man gerne mal den Körper umschaffen. Weil der Körper, der Kopf geht schneller, sieht so aus. Überlebe es eigentlich überhaupt. Ach, das ist gut, das wegzuhauen. Und ich will eine Special Sache. Schauen. Teil gebrochen, sehr schön. Das ist da. Wir haben es doch geschafft, mal. Gut, den Kopf haben wir nicht mitgeschafft, sieht so aus. Aber irgendwie haben wir mal ein bisschen weiter geschafft. Rang A sogar. Panzer, Panzer, Schuppe, Giftbeutel, Punkt und Panzer. Kopf geht schneller natürlich. Das müssen wir jetzt heilen. Die sind total vergiftet. So, wir kommen echt immer näher. Ich bin gespannt, von was wir angegriffen werden. Oh Gott. Uiuiui. Ich bin gespannt, was hier geschieht jetzt. These are sacred grounds. Your grandpa passed away, but his Rathalos came back. Besides Red, Guardian Ratha would never let anyone else ride him. I'm sure he's waiting for Red to come home. That's what Chief Gara always said. But this Red guy's not around anymore, right? So why? The truth is, once a monster forms a bond with a rider, it never forgets them. Remember that strange light when Guardian Ratha left? Something must have happened then. Otherwise, Guardian Ratha would never have abandoned the island. Okay, let's take a look around. Yeah, leave it to me! My nose knows there's something here! Oh, was ist das für ein Licht? Was ist denn da oben? Is it? Red! I can't believe my eyes! Who are you? I'm sorry to say, but this isn't Red. Oh, of course. There's no way it could be. It's just, those eyes look like Red's. Red was one of our leaders. This is his grandkid. Huh? Red passed away a long time ago. I know. It's just I actually came to see Guardian Ratha. Red gave me something to bring back here. Something from Red? Uh-oh. Whoa! Whoa! What was that? What's coming? Whoa! Something's coming over there. Oh nein! Nicht schon wieder der. Hat er uns verfolgt? An Amjana? In Guardian Ratha's den? Why is it acting so weird? What's going on? This looks awfully bad, buddy! Please, take this. It's Red's old kinship stone. You might be able to use it to calm that monster down. Red's kinship stone? How come you have it? Red, he wanted you to have it. Take it.
You ready for this? Yeah, let's do it! Right on! Wow! Jetzt schon gegen sowas zu kämpfen. Oh, ich weiß es nicht, ob das gut ist. Oh Gottes Willen, das ist bestimmt Kraft, oder? In einer Tat. Oh mein Gott. Boah, ich will gar nicht wissen, wie stark der ist. Shit, shit, shit. Es geht auch. Da gibt es Schwänzchen und Rücken auf. Körper. Geschwindigkeit. Ja, der Technik muss. Ja, vergiftet. Wir kommen los. Toll. Reiten. Kraftangriff hätte er jetzt gemacht. So, ich würde das helfen, was Gucker machen. Aber es wird nichts, glaube ich, gegen ihn gibt. Aber warum jetzt schon an, Herr Teil? Schaffen wir den? Ich weiß es nicht. Hammer rausholen. Vielleicht was wegzuhauen von ihm. Hat er gerade Kraft eingesetzt, aber man weiß ja auch nicht, was er ansetzt. Ich kenne ihn ja noch nicht. Verziehen, was abgezogen. Oh, das war gut. Das war gut. Hammer da waren. Hitze. Zeit zum Abwert. Ich glaube, der wird gleich uns richtig braten, wenn wir es atmen. Gut, weil wir die Dings da verletzen könnte, dass er kippt, aber. Jetzt nochmal. Explosion kommt jetzt. Ich glaube, wir werden gleich alle online, oder? Schlecht. Komm schon, der muss kippen. Das ist jetzt für dich. Oh oh. Oh, das spielt sich ganz schön zu. Komm schon, Glubschi. Kipp ihn. Oh, wir brennen alles. Wir brennen. Warte, wir sind am Brennen. Versuchen es mal mit der Bindungsding, ja natürlich. Oh, ich hoffe, der kippt jetzt. Wir müssen das wegschlagen, ne?
ist aber weit gefolgt, der Anja-Teil. Da ist schon da hinten, bei dem Anbau. Weiß ich mehr so. Er hat es geschafft. Kipp, kipp. Sieht aber nie aus. Da ist jemand sauer. Ach nee, sag nicht. Siehst du, wie die Schnute der Anzug versucht, bei dem nächsten Angriff auch zu zielen? Okay. Also auf den. Ja. Muss mal heilen, ne? Überhaupt überlebe. Jetzt müssen wir seinen Kopf angreifen. Boah! Nicht schlecht. Nächstes Teil gewonnen. Jetzt ist er wie so ein Feuerspieler anfangen. Für die Offensive. Was können wir denn jetzt zerstören von ihm? Auf dem Boden. Schau. Ah, nein, das steht wieder. Das ging auch. Weiß ich nicht, heilt sie mich jetzt oder heilt sie mich nicht? Hat sie mich immer geheilt? Weiß ich gar nicht, ob ich mich heilen will. Heilen. Die heilt mich nicht. Schön, wenn ich mich jetzt heile, heilt sie mich natürlich nicht. Kann man. Kann nichts anderes wegschlagen von der Mutter? Ja. Oh, wir haben es geschafft! Anjata! Ehrlich, das war überwältigend. Das wird ein Kampf, an den man sich erinnert. Das ging ab, ey. So, ein Estrad. Eine Schuppe. Nasenbein. Schuppe, Schuppe. Reißzahn. Schuppe. Und Fangbeutel. Boah, das war was, ey. Nicht schlecht. Aber warum war der so sauer? Wir haben es geschafft. Hallo, Rika. Ja, der Tag war super. Dankeschön. Wie geht's dir? Oh, die Bindungsteine. Okay. Seems like this one works differently than the ones I know. My old partner's kinship stone powered up after purifying the black blight. The black blight. I've heard of that. There's no way it could have come back, right? Ja, ihr sollt brav zueinander sein. It makes my fur stand on end. But this could be something even worse. It's like Chief Gara said. Guardian Ratha leaving must have started all this. That's probably why the Anjanath lost control too. You okay, buddy? Lebt er noch? Just as I thought. You really are like Red. Das ist doch schön, dass es dir auch gut geht. Okay. My name is Emma. Ach, das ist Inna. My grandfather and I were friends long ago. He saved my life. It's something I want to show you. Follow me. Huh? Wait up! Thank you.
Jetzt bin ich mal gespannt, was sie uns zeigen will. Das Ei vielleicht? Das Ei. Oh Gott, das war. That's a Rathalos egg, isn't it? I hid it here so the hunters wouldn't be able to. Ich möchte das haben. Smells nice and fresh. For sure a pet. Aber ob da jetzt ein Rathalos. But the scent is a little different from a regular Rathalos. Unity. Um was geht's da? Hab ich gar nicht erkundigt, was es ist. Gave this to me before he left. He wanted me to take care of it. That's what it seemed like. Wait, what? These strange happenings aren't confined to this island alone. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Nobody knows where they're going. Monsters that are usually docile are acting aggressive. There are reports of people being attacked. That's terrible. So this is happening in other places too? That's right. The whole world is getting hysterical, and that's why I'm traveling around to find what's causing this catastrophe. What a mess. So when the ocean changed color and we saw that light, what was all that? Well, I don't know yet. But I think Red knew something. He spoke about an omen of disaster. A disaster? Ah, here you are. Huh? Chikara! Over here! I saw the riders go this way! They've got to be hiding that Rathalos somewhere. Find them! The hunters believe we're harboring a dangerous monster. They won't stop until die Laser die gleich after. Spielen und Pokémon, okay. Egg, und sogar frei, cool. That egg. We should go to Ruto Village. The hunters can't harm us there. Ruto Village? It's where I live. It's a Wyverian settlement. Humans aren't allowed in without permission. The hunters won't be able to follow us there. Come with me, please. I just know this Rathalos will help us once it hatches. Sie soll mitgehen? You want to come too? What's the matter? Are you scared? There is nothing to fear. It's a big world out there. But Rathalos will guide you. Sie geht mit, ey. Sie nimmt das Ei. That's my buddy! I knew you'd come around! But, Chief Gara... It's no mere coincidence. You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. In Ruto Village, you can hear the legend of Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. The hunters were talking about that, right? A Rathalos with the power to bring ruin to the world? So the legend goes. I have a feeling it has a connection to the peculiar occurrences of late. All right. Leave the hunters to me. I'd be lying if I said I wasn't nervous. But it'll work out. I'm sure you've got what it takes to make it through this. Huh. You're my first student after all, right? Ugh. Oh, müssen wir sie verlassen. You watch out for the newbie. Got that, Naviru? Whatever you say, G. The two of us will do you proud. You have your grandpa's determined eyes. Take good care of his kinship stone. Go now. There's a boat at the bottom of the cliff you can use. Thanks for everything, Kena! Chief Gara! We'll see you again soon! Thank you! So very much!
march! Ab ins neue Abenteuer. That ship. Hey, where are they going? Tsukino! I'm here. I need you to tail them. Mission accepted. Moon's blessing emerge. Was ist das für eine coole Katze? Es hat so lange gedauert, dass sogar der Controller ausgegangen ist. So, okay. Dann nehmen wir ein anderes. Ich glaube, nichts Gutes, der Junge. Der ist ja von diesen Soldaten. Da wären wir. Das Dorffoto ist gleich hinter den Hügel. Fantastisch. Wettrennen zur Spitze, Kumpanin. Dürfen das eine schon denn auch? Warum darf sie denn da drauf? Achso, sie hat auch so einen. Du entscheidest dich, das wie wäre Mädchen Inna zu begleiten, dass sie das Ei von Ausmitz für Ratta trägt. Das Wächter Ratta ist anvertraut hat. Ich breche auf ihre Heimatroute. Dein großer Red eine starke Bande mit den dort lebenden Viriana knüpfte. Wie Viriana? Da leuchtet was. Was ist eigentlich unser Reittier? Wo soll man denn bei? Und dürfen wir eigentlich nicht reiten? So sagt man nebenbei. Das haben wir denn hier auch auf Schlaffisch. Nichts Besonderes. Dahin? Ja, da bin ich nicht. Zu tief. Wo, wenn sie eigentlich schwimmen könnte. Dann dürfen wir eigentlich nicht auf den Pokal reiten. Ach, da ist eine Katze wieder hier. Dieses Schildchen. Katzen. Katzen waren reiten bis zum Abend warten. Speichern. Oh, was wartet denn da denn für ein Tierchen auf uns? Quer den Aussichtshügel. Was? Oh, seid ihr lieb? Gute Frage. Irgendwas vom Eindien. Oh, da war irgendwas. Warum darf ich eigentlich nicht auf den Pokai reiten? Die reiten echt auf meinen Pokal. Darf ich ein anderes Feld dann nehmen? Ja, die kriegen das gewechselt. Ich muss zu Fuß. Wie gemein. Klauen einfach mein Reittierchen hier. Ich werde gerade angegriffen. Irgendein kleines Vieh hinter mir. Halleluja. Ich will doch erstmal ins Dorf. Ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Ey. Wie gemein seid ihr denn hier? Ich hab's recht geschafft. Den Hügel hier. Bin ich mal gespannt auf den Ausblick. Alcala. Schön sieht's aus. Da ist dieses eine Tierchen, was im Dorf da von diesen Jungen da beobachtet wurde. Doch, doch, klar gibt's Erfahrungspunkte. Nur ich dachte, wenn ich dieses Ding überquere, bin ich im Dorf. Aber dass jetzt eine
Ich hatte keine Ahnung, dass Alcala so riesig. Diese Jäger haben keine Chance, um hier uns hier draußen zu finden. Ruto ist nur durch den Wald auf der linken Seite. Komm, los geht's. Klar haben die eine Chance, uns hier zu finden. Ich könnte hier ein Reittier geben, aber naja, wir können auch zusammen reiten. Das ist kein Problem. Mal sammeln. Bin gespannt, wenn wir irgendwas Neues. Oh, Karten sind immer gut für Tränke basteln. Haben wir jetzt hier große Knochen oder haben wir immer noch kleine? Okay, jetzt konnten wir gar nicht gucken, was für ein Knochen wir da gesammelt haben. Was ist jetzt passiert? War gar nicht so weit gekommen. Das Eichen vibriert. Hey, is everything okay, buddy? Okay, cool. Wie geht's dem Ei? Holding up? Oh. It looks and smells nice and healthy. Gut aus und riecht gesund. It's sure to become a Claudius. Okay, Ratterlos drin ist. I can't wait to meet the little guy. Zu sehen. Yes, neither can I. Oh Gottes Willen. Hey. Das ist dieses Blitzding. Wer greift uns denn da an? Das jetzt? Hat das Ei echt die Gefahr gerochen? Kam mir gerade so vor, ne? Ob das Ei das gerochen hätte, dass da jemand kommt. Oh, wer war der Typ und warum hat er Anna entführt? Wir müssen sie retten, Kupanin. Ich hätte aber ein cooles Dings gehabt. Cooles Monsti. Ich hab das Blitz, ne? Jetzt nicht genau. Muss man hier sammeln, Sachen. Sind sie den Wald gegangen? Komm schon. Hier nach. Ja, genau. Müssen wir nicht mehr zu Fuß gehen. Aber ich hatte ja auch andere Reittiere. Ich verstehe gar nicht, warum ich ein anderes Reittier nicht nehmen konnte. Ist ja nicht so, dass wir nur einen besitzen. Ich hätte ja geteilt. Ist ja kein Problem. Wir haben ja mehrere, aber. Ich wollte doch nicht teilen. Oh, der ist böse, das Hühnchen. Echt? Das ist unser erster Kampf allein, also mit meinem Monsti. Hühnchen. Okay, da könnte Geschwindigkeit sein, oder? Ein Hühnchen. Oder Ente. Was auch immer du bist. Und ich sollte den Hammer drauf. Gut, er ist schon davor. Das ist ein Geschwindigkeitstierchen. Federn, Fleisch, Qualitätsfleisch und Federn. So. Den will ich ja mal testen. Was ist das denn für ein Dino-Lein? Der ist bestimmt Kraft, ne? Oder? So ein Dino? Würde ich sagen, das ist Kraft. Dann würde ich, glaube ich, mal erstmal mit Geschwindigkeit machen. Okay, angreifen. Oder? Oder? Bin ich mal gespannt. Das müssen wir erstmal kennenlernen. Okay, das Gute
dass die halten. Okay, gut, ich glaube, das sind auch keine Reittiere. Die halten schon mal nicht so viel aus. Fleisch, Leder. Wer weiß, wann das Rathalos-Ei schlüpft, ey. Das wird, glaube ich, noch dauern. Was sehen wir jetzt? Kinship stone. Red? No. Of course not. This is one of Red's descendants. We met on Hakolo Island. If you just told me you were going to Hakolo Island. I've been worried sick, Anna. I thought you had been kidnapped, or even worse. Huh? What's going on? This guy's a friend of yours, Anna? Yes. He's from Ruto as well. My apologies for surprising you. I'm Alwyn. My duty is to keep our village secure. Well, it looks to me like we might have gotten off on the wrong paw, huh? I'm Naviru, and this is my buddy, a rider from Hakolo Island. Pleased to meet you. I'll show you to the village. This way. Come. Let's go. Das war ein cooler Monster. Und diese Katze, ne? Ist hier bestimmt, oder? Target spotted. Krass, wie schnell die hier war. The moon's blessing is with me. Die ist aber flott, ey. Das mit allem tut mir leid. Ich versehe dir, ich meine das gut, aber... Sieh mal, wie sich jetzt... Okay, so schnell kann ich nicht. Was haben wir denn hier? So ein Weg. Okay, da geht es einen Weg in die... Ich glaube, das machen wir später. Erstmal schauen wir uns mal das Dorf Ruto an. Ich glaube schon, dass es mehrere Dörfer geben wird. Aber am Wasser war auch schön, das Dorf. Jetzt sind wir wohl im Wald. Oh, sieht aber auch schick aus. Dorf Ruto. Sehr schön aus, gefällt mir. Hier lasse ich dich allein. Ich sehe dich dann im Haus des Ältesten. Ich muss auch mit Opa sprechen. Komm vorbei, sobald du dich im Dorf umgeschaut hast. Verstanden. Wir sehen euch dann später. Okay, da ist die Dings. Da ist die Tafel. Oh, da könnten wir mal erstmal gucken. Wenn du in Bindung mit deinem Monster und Kampfgefährten stärkst, wird die Stufe deines Bindungsstein. Das erlaubt dir, Schilder nehmen können, für besondere Belohnung anzunehmen. Oh, guck mal, Stufe 2 sind wir dann hier schon. Wir können ja erstmal unsere Quests abgeben, die wir schon geschafft haben. Ja, das hatten wir oft gesehen im Pokal.
Cave. Das wird offener. Das schaffen wir gar nicht dann hier, ne? Diese Quest. Guck mal, wie groß die Dingser ist, die Welt. Wofür noch Fleisch in Liebe und Krieg wollte das Mädchen in diesem Dorf gebratene Steaks bringen. Es gibt Güter, die man in warmen Klimazonen voller Wildtiere findet. Allerdings ist Reise nicht so mein Ding. Würdest du dein aus Alcala mit dir teilen? Hast du Spaß, fernab von zu Hause Monster zu brechen? Lässt Monster die Bewegungen ändern. Geh und bricht 5 Monster da, damit ich weiß, dass du einen Dreh raus hast. Okay, Bisse für die erhöhten Macht. Probier Muskelfleisch, das Grillen von rohes Fleisch sorgt für den großartigen Geschmack. Mein erster Versuch, also grill mich nicht, wenn es schief geht. Oh, guck mal, können wir einreichen schon. Weißt du, du kannst Objekte in der Waffenschmiede oder beim Markt verkaufen. Wenn du hier mehr Zenny brauchst, verkauf etwas, was du nicht brauchst. Geh und verkauf jetzt etwas. Okay. Ah, das war doch gut, dass wir gesammelt haben. Wir haben unser erstes Stufen-2 geschafft. Was haben wir denn hier alles? Markt. Meine Güte, ein menschlicher Besucher. Und es ist jemand, der herkommt, aber ziemlich ähnlich. Willkommen beim Markt von Rudel. Sie gehen durch das große Sortiment, nimmst du Objekte an, die ich verkaufe. Schaspille Wurfmesser. Ist das eigentlich egal, was wir verkaufen? Das ist jetzt die Frage. Objekte verkaufen. Oder würden wir irgendwas verkaufen? Kriegen wir vielleicht diese Aufgabe fertig? Was haben wir denn ganz viel Honig? Giftpilze, Beeren. Kaufen wir einfach mal. Vom Fisch habe ich auch noch nichts mitgekriegt, dass ich das bräuchte. Boah, wie davon? Waffen verkaufen. Jo. Verkauf Amulett. Das Verkaufswert in der Läden für 30 Minuten um 10% verbessern. Hä? Nochmal was einreichen. Was haben wir denn hier geschafft? Einmal eins. Wetzstein erhöht eine kritische Rate für 5 Runden. Ein Einwegstein in Standardsgröße. Aber nicht mehr so viel. So, hier oben ist noch eine Aufgabe. Nein, hier ist die Tafel. Was haben wir denn noch hier? Willkommen. Welcome. Schmied. Besser Schmied. Was hat er denn? Schimtitis. Wow. Das sieht ja toll aus. Flammenzahn. Oh, geht aber jetzt auch in die Preise. Oh, wie schön. Ach, das ist schon Pukai. Hühnchen. Ich auch nicht alles. Boah, das sieht ja toll aus. Von Anyata. Boah. Oh, das ist. Fehlt in meinem was leider. Ja. Oh, das sieht aber auch schön aus. Wir könnten was machen, glaube ich. Material 4. Woher weiß ich, dass er öfter stärker ist als meiner? Da unten. Oh, sieht aber toll aus, ne?
Kutuyaku. Kulufeil, Eisenschwert, Knochenspalter. Bogen haben wir noch gar nicht. Wir könnten eigentlich mal was machen. Auch schön aus. War nicht so schlecht. Da muss ich jetzt irgendwas dann geben, oder was? Achso, ist egal von wem. Oder wie? Frage. Ich habe noch nie was geschmiedet. Gerade Eisen. Ich hatte auch eine Eisenarme aufnehmen. Ah, klar. Was gibt es denn für Hammer hier? Sind die bessere? 12, 10, 13, 18 Kost. Kann ich mal ausprobieren, ne? Wie kann ich das denn verbessern? Kann ich den Bogen mehr mitnehmen? Boah, das ist teuer. So, das müsste ich auch noch machen. Ach so. Den Bogen besitzen wir noch gar nicht. Bedeutet das, wenn da so eine Kiste ist, dass ich das dann machen darf? Ja. 16, die Klinge. Adresse 1, 6. Mit denen dürfen wir noch nicht. So einen Bogen würde ich auch mal gerne haben. Ein bisschen ein paar neue Waffen. So, schlecht. Wow. Die ist ja toll. Die Rüstung. Sieht aus wie mein Puppe, ey. Oh mein Gott, die ist geil. Mega. Was ist das denn, was ich hier brauche? Käfer, Mittelfahrt. Gott, ich will das haben. Kann ich die Käfer irgendwo kaufen? Bultraumrüstung. Okay. Alles ist stärker als meine fast. Oh, die ist ja der Hammer. Und Rose, oh Gott. Kann ich irgendwo Käfer kaufen? Kann ich die Rüstung vielleicht kaufen? Ja, kann man doch eine komische kaufen. So, man kann die auch gleich verbessern, die man dann besitzt. Und wie geht das dann? So, wie tust du dann? Achso, um 20. Ach, guck mal, um 20. Die nehme ich hier gerade an. Krass. Die Rüstung sah der Hammer aus. Oh, wo kriegen wir diese Käfers her, ey? Ich werde die erstmal hier verbessern. Verbessern. Okay. Den Bogen habe ich nicht ausprobiert. Der ist aber krass hier.
Kuckuckschuppen. Probieren wir erstmal aus. Ey, ich möchte diese Rüstung haben. Kauft einer Käfer? Keiner was. Wir verkaufen keine Käfer, ne? So was, glaube ich, muss man nicht suchen, oder? Schade. Ich hätte gerne die Rüstung. Das sah der Hammer aus. Machen wir am Ende was. Ach ja, wir haben ja geschmiedet. Ja, du sollst trotzdem mal beim Schnitten ein bisschen Rüstung schaffen. Ich weiß. Ich bin echt schwach. Diese Anja-Rüstung ist ja der Hammer. Aber besser sind die ja nicht, wenn man hier kauft, ne? Wenn man da selber verschmiedet. Ich möchte die haben. Machen wir die Pokal-Rüstung. Ja, machen wir erstmal die. Und das ist der Traum. Schade, dass man hier die Käfer machen muss. Aber vielleicht kriegen wir die schneller als gedacht. Thank you. Gehen wir jetzt als Pokal herum. Sieht doch auch putzig aus. Aber das eine war schon toll. Pokal sieht niedlich aus, das stimmt. Aber das eine war toll. Mann, der Tag ist so mega aus. Hat mir echt sehr gefallen. Ist irgendwas hier? Was bist du hier für ein... Ach, das ist diese Katze. Schon Korken, hier haben wir. Okay, Waffen tauschen, was haben wir? Yeah, das sieht ja cool aus. 10 Korken und das der kostet 20. Sieht aber schon interessant aus, ne? Ja. Das sieht ja putzig aus. Keshawa-Rüstung. Keshawa? Oh, interessant aus, was die Katze so verkauft. Dann ein paar Korken mal sammeln. Ja, wer weiß, das sind 10 Stücke von. Also viel habe ich noch nicht bekommen. Dann sprechen wir mal den Ältesten hier an. Großer, ich bin entschuldigt, dass ich die Sorgen bereitet habe, aber ich habe mit Alvin gesprochen. Was hast du dir dabei gedacht, einfach nach Yakolo aufzubrechen? Ich muss mein Versprechen immer Red einhalten. Er wollte, dass sein alter Bindungsstand dorthin gebracht wird. Und nur dafür hast du alleine das Meer überquert? Älteste Zillard, hier ist der Rider von der Insel Yakolo. Und bester Kumpeline meldet sich zum Dienst. Schön, dich kennenzulernen, Opi. Die Katze ist egal. Du bist also Reds Enkel. Ich muss zugeben, ihr seht in Ähnlichkeit. Wir alle verdanken deinem Großvater sehr viel. Wenn wir irgendwas tun können, um dir zu helfen, frag bitte. Und wo hast du das her? Der Wächter Ratte hat es mir gegeben. Und dann hast du es hierher gebracht? Oh, war nicht gut, Domino. Ich habe keine Wahl. Jäger waren hinter ihm her. Bitte lass uns das Ei hier behalten. Nur bis es schlüpft.
Elder, Älteste, könnte dieses Ei gewiss. Aber die Katze ist ja schon hinter uns her. Nach Van Horn Red, kennst du den Ritus des Überlieferung? Ich verstehe, du bist also hergekommen, ohne den Ritus abzuschließen. Als Räuber bist du unerfahren und du hast nicht annähernd die Macht, die dein Großvater innewohnte. Du wärst nicht in der Lage, eine Bindung mit dem Monster in diesen Ei einzugehen. Was? Was weißt du über die Flügel des Verderbens? Legende berichten von Ausmerzflügel Ratter, einem Monster, so mächtig, dass jeder Flügelschlag Verderben bringen kann. Echt so schlimm? Manche sagen sogar, dass eben solch ein Monster das Dorf zunichte gemacht hat, das hier stand. Also meinst du, dass in diesem Ei passt auf die Beschreibung des Eis aus der Legende? Aber... Hey, jetzt hört aber mal auf. Ich glaube das doch nicht. Alles ernsthaft? Man kann nicht einfach so entscheiden, dass das Monster bösartig ist, bevor es überhaupt geboren wurde. Da hat die Katze eigentlich recht. Ich weiß, es klingt nicht gerade fair. Allerdings sollte dieses Rathalos schlüpfen und seine zerstörerische Macht erwachen, wird man dich dafür verantwortlich machen. Bist du bereit, dieses Risiko auf dich zu nehmen? Kumpelin, es ist die Pflicht, ein jedes Riders das Ei zu beschützen, das ihm anvertraut wurde, egal was für ein Ei es sein mag. Lass uns zunächst herausfinden, ob das menschliche Jungen das Zeug dazu hat, ein Ritus des Überlieferung teilzunehmen. Ich muss zugeben, ich bin gespannt, was dieses Kind mit Reds Bindungsstein erreichen kann. Opa, keine Panik, Kumpelin, du packst das. Na los, lass uns das kleine Racker ausbrüten. Klar, lassen wir das ausbrüten. Sie haben sogar das Haus für uns hergerichtet. Super, ganz freundlich. Schauen wir uns an, Kumpelin. Geh zu deinem Haus. Runter? Nein, natürlich nicht. Das war die Treppe. Genau. Ist sie jetzt anders gekleidet? Kann die Legende von großer Sprache wirklich wahr sein? Keine Sorge, Anna, alles wird gut. Viel wichtiger ist jetzt, dass wir uns den Ritus des Überlieferung ansehen. Natürlich, der Ritus wird alles beweisen, dass du alles hast, was man braucht, um Erfolg zu haben. Wenn Red es geschafft hat, schaffst du es sicher auch. Hier, du kannst während deinem Aufenthalt dieses Zimmer benutzen. Es war eins Reds Zimmer. Wo, das Großvaters Kompanien war auch hier? Ja, Red war, der erste Mensch, der je das Dorf Ruto besucht hat. Sein Ankunft war auch unsere Rettung. Oh, richtig, dein Opi meint ja, dass es Red viel verdankt, weil er was gemacht hat. Aber wo ist diese komische Katze? Ich erzähle dir die Geschichte später. Jetzt ruh dich erstmal ein wenig aus. Danach trifft Alwin bei den Stallungen. Können wir denn alles im Haus machen, außer schlafen? In das Outfit wurde dein Haus hinzugefügt. Outfit? Ändere dein Aussehen inklusive Farbe, dann rüstest du an die Truhe in dein Haus. Du kannst in der Truhe auch deine Bindungsfähigkeit sehen und die zuvor gesehenen Sequenzen anschauen. Aussehen, der Virus Outfit. Oh, wir können was für ihn holen. Enders Outfits. Guck mal, wir können uns echt ändern. Okay. Was können wir noch machen? Bett. Bett. Super, ey, das war doch echt mega, was wir jetzt alle schon erfahren haben. Ich hoffe, wir können das bald schlüpfen. Ein Rathalos, das wäre ja mega.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bye.